Es wurde wieder zu einer Zeitreise in Sachen alter Fortbewegungstechnik. Das 19. Oldtimer-Treffen in Brand-Erbsdorf. Ja, meine Damen und Herren, so sehen oftmals die Teile aus, die die Oldtimer-Fans finden. In Garagen, in Scheunen, einfach hinterm Haus. Ja, und was man daraus machen kann, meine Damen und Herren, das sieht man hier. Ein toll aufgemöbelter Oldtimer und damit herzlich willkommen zum 19. Oldtimer-Treffen hier in Brand-Erbsdorf. Am Samstag habe ich mir sagen lassen, waren über 160 Oldtimer-Fans hier, alle mit solchen tollen Fahrzeugen. Und einer der 160 Teilnehmer, der mit einem dieser tollen Fahrzeuge anreiste, war Frank Leukefeld aus Freiberg. Sein Gefährt wird nächstes Jahr 80 Jahre alt. Ich habe das vor 10 Jahren ungefähr erworben, als Wrack, verrostet. In der Zeitung sind ja Bilder aufgetaucht von einem Brander-Dreirad. Und man hat dann schon 5 Jahre Bauzeit für solche Sachen. Und ich sag mal, das Problem ist, Bauteile zu bekommen und Originalsachen sich auch anzuschauen auf Messen und so weiter. Da muss man natürlich auch mal gucken, mal die Motoren angucken. Wir haben andere Probleme bewältigt, das ist ganz wichtig. Und dann ist es eben irgendwann fertig, aber so richtig fertig ist es nie und pflegt und hegt das Ganze dann, damit man auch mal in Brand-Erbsdorf auf dem Markt stehen darf, kann. Peter Schild kam aus Niederwieser und ist immer dabei. Dieses Mal mit einem Opel 416, Baujahr 1927. Den hatte er in einer Scheune gefunden. Vor 30 Jahren restauriert, aufgebaut, knapp 4.500 Stunden Arbeit. Er hatte noch folgenden Spruch für uns. Wer seinen treuen Opel fährt, hat immer gute Fahrt. Für die Veranstaltung gab es ein großes Lob von ihm. Man kann nur einen Hut sehen, Fahren Fischer hier, der das von Veranstaltungen, der das über hat und alles. Also, das Wetter spielt vielleicht heute auch mit. Wie jedes Mal immer wieder gut, bombisch, einwandfrei. Der Flöher Dieter Pombetzky war schon mehrmals zum Treffen hier. Er kam mit einem Cadillac Fleetwood Baujahr 1979. Der war gewissermaßen brandneu. Den habe ich erst die Woche geholt. Auch er schwärmt von diesem Treffen. Jedes Jahr wieder schön. Feine Organisation, alles gut, alles super. Ich komme aus Leibsdorf, also bei Augustusburg, und nehme heute das zehnte Mal am Oldtimer-Treffen teil hier in Brand-Erbsdorf. Und ich bin da mit einer NZ350, Baujahr 1945. Und erneut ein Lob. Wunderschön, Brand ist eine Besuch auf jeden Fall wert. Ganz toll. Okay. Und moderate Preise, es stimmt alles. Der Freiberger Jörg Hein stellte uns sein Auto ebenfalls vor. Mercedes Baujahr 72 und war nie offiziell im Handel, sondern ein Diplomatenfahrzeug ist es. Er lieferte noch diese Geschichte dazu. Er hat einen Student geerbt, der wusste nicht anzufangen. Er hat über die blaue Börse das verkauft. Auf einer Schwalbe reiste Wolfgang Schubert aus Weißenborn an. Neu aufgebaut von der Firma Grundmann. Und die ist von Grund auf aufgebaut, ganz nagelneu, in Einzelteile zerlegt worden und ist ein echtes Schmuckstück geworden. Und auch hier ein positives Feedback. Also super Atmosphäre. Man sieht natürlich immer wieder viele Gesichter, die man schon jahrelang kennt. 12 Uhr ging es zur großen Ausfahrt. Dieses Jahr über Weißenborn Richtung Frauenstein, die große freie Straße. In Frauenstein biegen wir dann links ab nach Kleinbobritsch. Übrigens gerade neu gemacht die Straße. Dann Richtung Friedersdorf, dann eine relativ schmale Straße Richtung Bobritsch. Und dann überqueren wir von Bobritsch linksrum nochmal das Lichtenberger Kreuz. Machen uns dann durch Lichtenberg, Weikmannsdorf, Müdesdorf, dann am Erzengler vorbei wieder nach Brand-Erbsdorf. Von Beginn an Mitglied im Stadtverein ist Jürgen Kuczynski. Er legt auch immer die Strecke der Ausfahrt mit fest. Als allererstes wollen wir nicht in den großräumigen Verkehr einschreiten. Also zum Beispiel wollen wir vermeiden, Bundesstraßen zu benutzen, weil das da doch immer zu Stauungen kommt und wir ja kein Recht haben, Straßen zu sperren. So, dann soll es auch landschaftlich sehr schön sein. Das heißt, wir versuchen praktisch, dass die Fahrer auch mal einen Blick in die Landschaft haben, ins Gebirge.
Ja, und dann sollte die Strecke jedes Jahr anders sein. Das ist natürlich nur beim 19. Mal nicht mehr möglich. Nur versuchen wir immer so ein bisschen zu mischen. Abgesichert wurde das Ganze durch Stadtvereinsmitglied Rico Willomitzer und seinen Motorradfreunden. Die Ausfahrt der Oldtimer ist natürlich immer wieder eine besondere Herausforderung, dass auch die wertvollen Fahrzeuge eine vernünftige Ausfahrt bekommen. Auch was sehen von unserem schönen Erzgebirge. Und wir Biker, das ist einfach eine Truppe von Freunden, die sich zusammengefunden hat und uns immer wieder hier zum Oldtimer-Treffen unterstützen. Ja, wir haben das Ganze in die Hand genommen, haben das organisiert, haben auch die Streckenführung nochmal begutachtet. Und glücklicherweise hat es allen gefallen. Es gab keine Ausfälle. Es ist allen gut gegangen zwischendrin und wir sind heilfroh, dass wir das Ganze so über die Bühne gebracht haben. Zurück auf den Brander Marktplatz hörten wir diese Einschätzungen zur Strecke. Einwandfrei, ging wunderbar. Die Geschwindigkeit und so hat alles gepasst. Wunderbar. War schön. Wetter hat auch gepasst. Spitze. Spitze. Sehr gut. Einwandfrei. Also mir gefällt es. Viel ist gut. War schön. Das Wetter könnte ein bisschen besser sein, aber alles in allem ganz angenehm. Sehr zufrieden sind wir. Wunderbar, alles gut geklappt. Die Technik hat ein bisschen ausgehockt, aber ansonsten alles okay. Super Strecke, hat mir gefallen. Sehr schön, wenig Leute aber an der Straße heute gewesen. Ansonsten ja, angenehm, gute Strecke. Diejenigen, die sich auf dem Markt niedergelassen hatten, wurden von Singer und Songwriter Traveller unterhalten. Dieses bleibt nicht rausche ich um die Nacht verklagt. Ist nicht wahr und Schmerz, doch geht's um Schäden. Seine Ablösung waren die Silverliners aus Brand Erbesdorf, welche Line Dance zur Aufführung brachten. They flipped a coin at the instant, had a dream that wouldn't wait. Aber auch am Sonntag war der Markt hier in Brand Erbesdorf schon gut gefüllt. Grund dafür sind natürlich die Oldtimer, zum anderen aber auch das Konzert von Monika Herz und Sohn David. Viele kannten sie bestimmt noch aus dem Kessel Buntes. Nun stand sie leibhaftig auf dem Brander Markt. Monika Herz. Hallo, wie geht's? Schön, dass wir uns heute sehen. Hallo, wie geht's? Die Schlagerdame scheute bei ihrem Auftritt auch nicht das Bad in der Menge. Sie hatte ihren Sohn David mitgebracht und selbiger bewies sein Gesangstalent im Duett mit seiner Mutter. Wie bin ich gut, das kann man doch so nicht weitergehen. Komm her und setz dich erstmal hin. Ich mach dir einen Kaffee, du weißt doch, dass ich bei dir bin. Mit unserem Lieblingssong im Ohr schalten wir schnell ab und fühlen sich dann schon nicht mehr ganz so schlapp. Nach dem Konzert sprachen wir mit beiden. Monika Herz in Brand Erbesdorf bekannt, Kessel Buntes, viele andere Shows aus den DDR-Zeiten. Heute hier in Brand Erbesdorf. Können Sie sich daran erinnern, waren Sie schon mal in Brand Erbesdorf? Ja, ganz bestimmt. Aber vielleicht ist das 30 oder vielleicht sogar schon 40 Jahre her. Weiß man's? Ihr Publikum heute ist ja mitgegangen. Das heißt, Sie haben immer noch Fans, richtig gute Fans. Ja.
Oh ja. Was glauben Sie, woran liegt das? Ist das die Musik, sind es die Titel? Ist das die Frau Monika Herz? Vielleicht alles zusammen, aber natürlich auch, dass ich ja immer noch unterwegs bin und seit 15 Jahren mit meinem Sohn David. Und irgendwann einer von den Leuten, die hier auf dem Platz sind, waren ganz bestimmt in irgendeiner Veranstaltung, in der wir waren in den letzten Jahren, und freuen sich dann auf ein Wiedersehen. Ja. Und sind dann natürlich begeistert, bringen Freunde mit. Und dann spricht sich das rum, Monika Herz ist noch da oder wieder da. Denn ich habe ja eine Weile Pause gemacht für David, als er zur Schule kam. Und das fand ich auch richtig so und schön. Wir haben beide viel Zeit miteinander gehabt und haben viel erlebt. Und jetzt gibt er mir das wieder. Jetzt stehen wir zusammen auf der Bühne. Und das ist ja auch wichtig. David, Frage an dich. Wenn man dich so auf der Straße sieht, hat man gedacht, Mensch, das ist bestimmt irgendein Rocker, so wie er aussieht. Nein, er singt Schlager. Warum das? Er hat eigentlich quasi eine relativ lange Geschichte. Ich bin aufgewachsen mit der Musik und habe das von klein auf mitbekommen, dass meine Mutter das macht. Und insofern war es irgendwie naheliegend, vielleicht auch irgendwann selber auf die Idee zu kommen, das mal gemeinsam auszuprobieren. Und das haben wir vor 15 Jahren mal probiert. Und dann ist es nicht beim Probieren geblieben. Und deswegen sind wir noch heute so unterwegs und das macht sehr, sehr viel Spaß. Nichtsdestotrotz mache ich auch noch ein bisschen andere Musik, die dann vielleicht eher zu meinem Äußeren passt, wenn man das so sagen kann. Und die ist gut. Tatsächlich kommt jetzt am 23. die neue Platte raus, 23. Juni. Und da freue ich mich auch sehr, wenn viele Leute das hören und da Spaß dran haben. Toi, toi, toi für die neue Platte. Viel Erfolg auf weiteren Monika Herz und vielen Dank, dass Sie in Brand-Erbersdorf waren. Gerne. Ich möchte ja so gerne noch schauen. Bei den Zuschauern kam dieser Schlagervormittag gut an. Was verbindet Sie noch mit Monika Herz? Na, wie immer, das alte Lied, das war wunderschön. Also es ist eine altbekannte Schlagersängerin, ja, aus DDR-Zeiten. Ja. Und wir haben ihre Lieder früher schon sehr gerne gehört. Man sagt ja, viele Männer lagen ihr zu Füßen. Sie lagen in welcher Reihe? In der ersten. Nee, Monika Herz, was verbinden Sie mit ihr? Schöne Lieder. Von früher, also eigentlich nur das eine mit dem Vogel, ne? Das kennt man ja gut. Ja, und neben dem Konzert gab es natürlich auch weitere tolle Oldtimer hier auf dem Markt in Brand-Erbersdorf. So zum Beispiel diese Rote Feuerwehr. Was ist das für ein Fahrzeug? Das ist ein Ford aus den USA, aus dem Baujahr 1909. Das war ein Kommandantenfahrzeug, der dann als Vorausfahrzeug gefahren ist oder nochmal Zubehör geholt hat, Ausstattungsgegenstände, was halt beim Brand dann benötigt wurde. Oldtimer-Treffen in Brand-Erbersdorf. Du hattest gesagt, du kommst schon mehrmals hierher, dieses Jahr das erste Mal mit dieser Feuerwehr. Ja. Warum gerade Brand-Erbersdorf? Was ist das Besondere an dieser Stadt, an diesem Treffen? Also wir finden es sehr schön, überhaupt, dass man die Landschaft, die Stadt, dann das kulturelle Programm. Na, und meine Frau, die sucht es immer schon raus, die Veranstaltung. Ja. Und dann sagt sie, es geht los wieder nach Brand-Erbersdorf oder es geht dort und dorthin. Und uns gefällt sie eigentlich sehr, sehr, sehr gut. Zur Prämierung der Oldtimer-Fahrer war natürlich die Feuerwehr aus Grossen mit ihrem in Brand-Erbersdorf gebauten Fahrzeug mit dabei. The German Elvis Show wusste zu begeistern. Das Kinderbühnenprogramm hatte nicht nur die Eltern und Angehörigen der kleinen Künstler auf den Marktplatz gelockt. Am Ende wie immer die Einschätzung der Veranstaltung aus berufenem Mund. Das 19. Oldtimer-Treffen hier in Brand-Erbersdorf neigt sich dem Ende wieder zu. Hans-Jürgen Fischer, Organisator, Mitorganisator, Verantwortlicher hier mit für das Oldtimer-Treffen. Nach dem Fest ist vor dem Fest. Ein kurzes Resümee für 2017 und ein kurzer Ausblick auf 2018. Und hat gezeigt, dass es gut angenommen ist, dass wir ein ganz tolles Oldtimer-Treffen gemacht haben. Wir haben ja das Oldtimer-Treffen in der Kombination mit dem Volksfest. Ja. Und das Samstag ist meistens Oldtimer-lastiger, wo wir uns viel um die Fahrzeuge, um die Fahrer kümmern, mit der herrlichen Ausfahrt. Und der Sonntag beginnt ja mit einer Morgenshow, diesmal mit Monika Herz und Sohn David, der Markt war wieder voll. Also insgesamt zwei ganz tolle Tage. Und ich möchte mich ganz einfach als Cheforganisator bedanken bei den vielen Vereinen, bei der Verwaltung, beim Bauhof und natürlich bei unseren Bürgerinnen und Bürgern. Ganz toll angenommen. Wir sind froh und wir machen weiter und bewegen uns natürlich gerne zum 20. und wollen das nochmal toppen. Und wir bemühen uns natürlich einen noch Geburtstagskünstler zu kaufen. Wobei wir natürlich uns schon tief rausgelehnt haben mit Olaf Berger zum 50. Haltenfest.
Und danach gleich das 20. Alter übertreffen, ist schon eine Aufgabe für mich. Es soll aber noch geheim bleiben.